Hallo und herzlich willkommen zu Mr. Prepper. Mein Name ist Knorke und ich freue mich, dass du dabei bist. Heute würde ich gerne versuchen, weiter in der Story voranzukommen. Und zwar brauchen wir nämlich noch die Bobjacke, einen Geigerzähler und 4 Guarana-Samen müssen wir einpflanzen. Die dauern aber komischerweise ultra lange. Also die kann ich noch nicht mal ernten oder kann ich die jetzt mittlerweile... ich kann nur nehmen. Das heißt, ich nehme den ganzen Bottich mit der Pflanze und das ist ja nicht Sinn der Sache. Heißt, wir gehen jetzt nach unten. Nee, Quatsch. Brech mal ab. Dann Speed. Warte. Hier. So, jetzt gehen wir erstmal kurz hier hin. Und zwar würde ich gerne erstmal was essen. Wildfleisch, warte mal. Dafür brauchen wir doch was, ne? Oh, ich kann heute Sachen bestellen, ne? Oh, warte. Wir müssen was essen. Pass auf, wir essen jetzt hier erstmal ein paar Salatdinger. So, egal. Hau rein, ne? So, jetzt sind wir auf jeden Fall voll. Jetzt können wir nämlich bestellen. Ne, wir können jetzt erstmal verkaufen und dann können wir bestellen. Das ist sehr gut. Minuteman braucht immer noch den Geigerzähler. Ne, wo können wir... Okay, hier könnten wir Glas kaufen, ne? Ich kann sogar Wandlampen kaufen. Cross. Metall. Ja, Metall habe ich genug. Verkaufen. Metall. Bringt 3 Dollar. Sehr gut. Okay, jetzt nochmal ganz kurz. Ah, da ist das. Elektrobauteil, da ist das tatsächlich. Dann würde ich mal gern gucken, wo wir Benzin herbekommen. Oh, Rubine kriegst du für 50 Dollar. Und dann können wir ein Baumeisterbuch kaufen. Extreme Bunkerrenovierung, lange, wie man schnell einen Raum erbaut. Ja. Ey, du kriegst für Rubine 50 Dollar. Das ist heftig. Das ist sehr gut. Aber... Verkaufen. Oh, hier kann ich auch verdorbenes Essen verkaufen. Stimmt. Das ist gut. Jägerin. Ne, hier kriege ich auch nichts. Sergei hat auch nichts. Nancy's Haus hat auch nichts. Ich gucke gerade immer bei Verkaufen, ne? Ich voll Horst. Ich wollte kaufen. Ich wollte nämlich Benzin kaufen, aber irgendwie kann man hier wohl anscheinend kein Benzin kaufen. Was komisch ist... Hier kannst du Stein kaufen, okay. Was komisch ist, war da nicht mal ein Kochbuch? Oder vertue ich mich da jetzt richtig? So, kaufen. Da kriegen wir auch nichts. Ey, 33 Dollar, jo. Gönn dir. Nee. Oh, hier war Kochbuch, 40 Dollar, stimmt. Okay, wir verkaufen jetzt erstmal die Rubine, würde ich sagen, ne? Können wir immer noch nicht ernten? Nee. Das könnten wir eigentlich... Warte. So, jetzt verkaufen wir 2 Rubine und das. Damit kriegen wir jetzt erstmal wieder richtig Schotter. Ne? Also wenn wir 2 Rubine haben, haben wir 100 Dollar. Plus, ja, den ganzen kleinen Kram, den wir noch dabei hatten. Wir werden rich. Guck mal hier. So, 130 Dollar. Handeln. 130 Dollar kriegen wir damit. Oh, was kaufen wir uns denn davon? Was kaufen wir uns davon? Oh, Metall. Können wir erstmal wieder... Naja, wir kaufen uns kein Metall, sondern ich kann Metall erstmal wieder hier abgrasen. Abfarmen. So. Jetzt gehen wir da erstmal hin. Metall rein, öffnen. Kann ich neues Metall da reinsetzen? Ach nee, wir haben ja noch gar keins mit. Das heißt, wir müssen nach oben. Schnell hier hin. Metall. So, dann gehen wir wieder rum. Exotische Dünger. Ja gut, exotische Dünger brauche ich jetzt nicht unbedingt, aber ich glaube, ich kann die auch nicht so verkaufen, ne? So, das heißt, schmelzen wir mal. Genau, da füllen wir jetzt Holz wieder ein. Dann, hier haben wir nichts mehr drin. Wir brauchen Benzin. Wo bekomme ich Benzin her? Ich meine, das ist eine super Einnahmequelle. Oh, warte mal. Ich muss mal ganz kurz was gucken. Nee. Ah, wir haben jetzt erstmal Ruhephase. Das heißt, wir könnten auch gucken, ob wir unseren Plan hier vervollständigen können. Umdrehen bitte. Danke. 50 Stein. Moment, wie viele Steine haben wir denn? Steine. 39. 20 Metall. Haben wir. 10 Glas. Okay, wir kaufen Glas davon. Wir gehen jetzt aber erstmal, bevor Bob wieder kommt, würde ich sagen, gehen wir jetzt erstmal in die Mine und holen nochmal den restlichen Loot raus. Ja. Ich glaube, das ist ganz sinnvoll. Und wir müssen uns auch noch den Helm herstellen, ne? Aber ich würde, glaube ich, erst das Raketensilo bauen.
Ja. Weil das ist der teuerste. Ne, dann haben wir das schon mal von der Backe. Level 1 müssen wir. So, das heißt, wir holen jetzt aus der Lore nämlich den Loot. Bringen das zu unserem Haus. Dann müsste Bob schon da gewesen sein, der Briefträger. Und... Oh. Warte mal. Oh, da war aber... Stein. Wie viele Steine waren da drin? Nochmal ein paar. Okay, die ist sogar noch halb voll. Das heißt, wir können die sogar noch einmal looten. Oh, nice. Geil. So, das heißt, wir gehen jetzt nach oben und kaufen Glas. Jetzt müssen wir nur gucken, wo wir Glas herbekommen und wie teuer das ist. Und wie viel geliefert werden kann. Das ist das Problem. Ich habe mich auch gewundert, dass wir immer nur so wenig Material bestellen können. Ne? Du kannst immer nur 3 von jenen. Aber ich glaube, das liegt am Briefträger. Die haben irgendwie so eine Klausel in ihrem Vertrag, dass die maximal so und so viel Kilo tragen dürfen. Und deswegen. So, $130. Geil. Wasser haben wir noch nicht, ne? Ne, Wasser haben wir noch nicht. Ist das jetzt fertig? Ne, könnte man bewässern, ja, klar. Okay, warte. Ich gehe nochmal ganz kurz hoch. Ich bestelle direkt Glas. 10, ne? 10 Glas braucht man. 10 Glas und 3 Stein. Obwohl, Stein kriegen wir garantiert aus der Mine. Ach, hier muss ich gar nicht hin. Hier muss ich hin. So, Stein, Glas. Handbuch für Handwerker. Stein. Nee, wir gucken jetzt erstmal nach Glas. Glas, 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 Glas. Wo kriege ich Glas her? Aus der Wandlampe kriege ich ein Glas. Das war's, ne? Hier kriege ich Holz raus. Da kriege ich Holz raus. Oh, man. Das ist aber nicht viel. Das heißt, ich kriege für 8... Und ich kann nur einmal was bestellen, ne? Oder? Nee, ich kann noch mehr bestellen. Geil. Okay, das heißt... Ich würde dann gerne... Brauchen wir das? Brauchen wir dieses Buch? Das ist die Frage. Uralter Teppich. Das Jennys Sammlung. 3 auf Lager. Wieso hat die alte Teppiche, die man da kaufen kann? Das ist kurios. Oh, Karottensamen. Warte mal. Stimmt, wir müssen uns ja wieder Essen irgendwann mal herstellen, ne? Dann gucken wir mal am besten. Karottensamen, ja. Karotten 5. Rüben 3. Okay, wir gucken mal, was die so kosten. Seit wann kann man denn bei mehreren Sachen bestellen? Das ist krass. Rübensamen kostet 3. So, kaufen wir auch. Wo können wir denn noch kaufen? Hier könnten wir Bücher verkaufen. Nee. Hier. Das würde ich gerne kaufen. Ne? Das nächste. Vertrauen. Ja, die haben alle Vertrauen zu mir. Alle. Alle. So, wir haben noch $76 und ich bin kräftig am Einkaufen hier, ne? Merkt man. Stein. Ich kann echt kein Glas kaufen, ne? Metall, Metall, alles Metall. So kann ich kein Glas kaufen, das ist blöd. Bringt Bob jetzt alles auf einmal oder was? Guck mal. Ist das eine Katze? Die hing da aber noch nie, oder? Ich geh mal lieber rein. Ich glaube, die horchen uns ab oder so. Achte mal. Was ist das? Ein Katzenbild, ne? Und ein Riesenauge. Wir werden nicht abgehört und nicht gefilmt. N-n. Hey, Bob. Und wie geht's so? Was sagt er jetzt? Denkst du manchmal daran, dass deine Briefe weiterreisen, als du jemals wirst? Ja. Definitiv. Der bringt direkt alles mit. Geil. Lesen. Oh, Salzgurken kann man herstellen. Rübensuppendose. Dafür brauchst du aber Rübensuppen. In Salz gealtertes Ei. Okay. Kann ich das alles erlernen? Also, dass ich das nicht immer wieder aufrufen muss? Wahrscheinlich nicht, ne? Geilo. Danke, Bob. Trägt alles auf einmal mit. Bob ist ein guter.
Oh, die brauchen so lange, ne? Okay, warte. Jetzt haben wir hier... Warte. Wir haben hier nochmal, ich glaube, 2 oder 3. Die können wir nämlich da zusammenpacken. Und dann haben wir nämlich 5. Aber Metall haben wir mehr als genug. Warte, dann würde ich sagen... Genau, schmelzen, so. Sollen wir mal bewässern? Ich glaube schon, ne? Weil die sind relativ ausgedürrt hier. Zip. Boah, das Hochbeet ist echt... Hochbeet ist echt blöd. Bewässern. Bewässern. Wo gerade regnet. Wir können ja mal nachgucken. Man kann gleich hier wieder... Wasser farmen. Also, ich denke mal, wenn man hier richtig weit aus... Oh, warte mal. Geh nochmal zurück. Der Helm. Der Helm fällt mir gerade ein. Genau, die zerlegen wir jetzt. Zerlegen wir jetzt. Danke. Ich wollte mal kurz gucken. Bauhelm. Elektrobauteile. Ach, die müssen wir bestellen, ne? Elektrobauteile eine. Wo kann ich die nochmal bestellen? Hier? Nee. Nee. Hier? Auch nicht? Nee. Auch nicht? Beim letzten, ne? Auch nicht. Ja, wo konnte ich die denn bestellen? Bin ich doof? Okay, wir können die hier verkaufen auf jeden Fall. Handeln. So. Ich konnte doch Elektroteile bestellen. Aber anscheinend habe ich mich... Oder konnte ich die... Ich konnte die wahrscheinlich nur verkaufen, ne? Kann ich die denn herstellen, die Elektroteile? Oh, vielleicht muss ich die ja selber herstellen. Oh, das könnte sein. Oh, das könnte sein. Warte. Einmal hier Wasser. Pass auf, das setzen wir nämlich direkt wieder hier hin. Glas. Wo habe ich mein Glas hingepackt? Wo habe ich mein Glas? Stein, Metall, Erde, Holz. Ich suche gerade mein Glas, aber irgendwie finde ich das nicht. Ah, ja. Oh, guck mal. Ist ja passend. Heißt, wir können jetzt schlafen gehen, morgen dann den Loot rausholen. Der Briefträger wird bis morgen da gewesen sein, hoffe ich mal. Dann, also jetzt die Nacht, ne, wenn die vorbei ist. So. Dann werde ich das Loot rausholen. Hoffen, dass da Elektroteile drin sind. Oder wir gucken mal, wie wir Elektroteile herstellen. Ich habe Errungenschaft freigeschaltet. Government Property. Ja, weißt du Bescheid. Die brauchen... Oh nein, oh nein. Oh nein, bitte nicht schon wieder. Sie kommt und... Nehmen. Hallo Bob. Schnell lesen. Was steht da? Staudamm. Staudamm? Oh, Staudamm. Wer hat nur den Baudamm? Wer hat Angst vor gesunden Amerikanern? Guter Schlaf ist eine bürgerliche Tugend. Infolge eines unerwarteten Unfalls wird die Arbeit des größten staatlichen Staudamms an der Ostküste eingestellt. Oh. Okay. Ja, danke, Bob. Oh. Wir reden mal mit ihm. Ich erinnere mich daran, dass an sonnigen Fahrten die Pest immer Gondelfahrten durch den Wald gemacht wurden. Ich will nicht mit der sprechen. Hallo Nachbar. Ja, Gott schütze, was weiß ich. Hi. Ich habe mich gefragt, haben Sie in letzter Zeit Hunde gesehen? Nein. Siehst du, da kann ich nur Nein sagen. Einen schönen Tag noch. Bis zum nächsten Mal. War das? Ja, das ist eine gute Frage. Das ist eine sehr gute Frage.
Ich hau ab. Wir gehen zur Mine. Das war spooky. Das war richtig spooky. Was soll ich denn... Ich achte doch nicht mal drauf, ob da Hunde rumrennen. Hätte ich ja genauso fragen können, haben sie heute schon mal in den Spiegel geguckt? Wäre die gleiche Antwort gewesen, wie meine. Die ist echt... Wir haben noch ein bisschen, okay. Aber trotzdem können wir ja hier schon mal looten. Stein und Metall. Ja gut, das ist ja okay, weil Stein haben wir jetzt komplettiert. Dann fahren wir jetzt hoch zum Eingang. Gucken, ob wir Glas bestellen können. Mach mal so. Ach so, ich wollte ja noch Rüben bestellen. Habe ich vergessen? Oder habe ich die bestellt? Moment. Rübensamen habe ich doch. Warum habe ich die nicht eingepflanzt? Das ist eine gute Frage. So, erstmal zum Haus. Wir haben 3 Rübensamen. Gar nicht so viel Platz. Ich habe ja nur hier. Bin jetzt gerade echt am Überlegen, weil... Öffnen. Was kann ich denn nochmal hier upgraden? Ach, hier brauche ich bestimmt die Elektroteile für, ne? Pass auf, Pflanzen. So. Bewässer machen wir natürlich auch. So, einmal bewässern. Kann ich die jetzt endlich... Die kann ich immer noch nicht nehmen. Junge. Das ist pay to win hier. Du weißt ja, du musst dafür zahlen, wenn die, dass die schneller wachsen. So. Oh ja, genau. Wir gehen jetzt mal hoch und gucken mal, ob wir was bestellt bekommen. Und da ist wieder keine Katze dran. Schon sehr kurios hier alles. So. Wir gucken mal. Da wollte ich gar nicht gucken. Jenny hat auch nichts. Maissamen, Karotten. Ja, Karottensamen, ne, aber. Gurkenkerne. Ach, man kann jetzt mehr bestellen, wahrscheinlich, ne? Weil ich das Kochbuch gelernt habe. Ich kriege wieder nur 2 Glas. So, was haben wir denn dann noch? Wir haben Tomaten. Ja, gut, aber da können wir ja selber besser alles anpflanzen, ne? Orangenmarmelade. Salzgurken. Ich würde gerne noch was bestellen. Aber ich weiß nicht, was. Baumeisterbuch. Brauche ich ein Baumeisterbuch? Das ist die Frage. Ich brauche Elektroteile. Ach, das wollte ich ja nachgucken. Genau. Elektroteile. Werkbank. Da brauche ich 30 Glas für. Yo. Ah, man kann die Boxen hier nachbauen. Okay. Weißer Becher, dafür brauche ich Glas. Das bringt mir gar nichts. Grüner Teller, du kriegst alle Teller wieder her. Okay, Bücher kannst du auch herstellen. Wo kriege ich die Elektroteile her? Holzkiste, Dampfgenerator. Ich glaube, den baue ich mal. Weil... Mit dem Dampfgenerator haben wir mehr Strom. Heißt, wir können nämlich hier überall... Genau, dann können wir nämlich hier überall wieder die Lampen anmachen. Dann können wir mehr anpflanzen. Dann können wir jetzt erstmal wieder was essen. Komm, wir essen nochmal Salat. Essen. Kann ich die eigentlich auch essen? Bist du sicher, dass du... Nein, lass mal. So. Weil das macht nämlich am meisten Sinn mit so einem Generator. Dann bauen wir jetzt ein Haus. Beziehungsweise bauen wir hier. Bauen. Da komme ich nicht hin. Hä, wieso? Wieso? Ja. Hä, wieso kommst du da nicht hin? Ah! Weil ich das Fass da stehen habe.
Pass auf, dann nehmen wir das mal. Komm ich jetzt dahin? Bauen? Ja. Ich hab den Durchblick. So. Die Post rennt uns ja nicht weg. Weil jetzt können wir nämlich hier den Dampfgenerator hinstellen. Bam. Der wird betrieben mit Holz. Ich denke mit Holz, ja. So, und schwuppdiwupp können wir nämlich jetzt hier eine Lampe hinsetzen, wenn wir eine hätten. Gut. Ich habe keine Lampe. Habe ich noch irgendwo eine Lampe? Nee, ne? Sichere Menge. Ja, ja, klar, alles klar. Wasser ist gleich fertig. Weil das ist auf jeden Fall sinnvoll, würde ich sagen. Ja, aufgeladen habe ich den ja. Dann bauen wir uns eine Lampe. Ja, ich habe ein Glas, habe ich, verschenke ich jetzt, ja. So, Wandlampe herstellen. Na, dann setzen wir die jetzt hier hin. Bam. Oh, warte mal. Achso, da brauche ich mehr Platz. Ah, okay, okay, okay. Hätte ich jetzt nicht gesehen. Weil da brauche ich ja mehr Glas für. Ich dachte, da bräuchte ich kein Glas für, sondern, keine Ahnung, irgendwelche chemischen Dinger, die ich zufällig hätte. So, jetzt folgendes. Genau, Pflanzen. Pflanzen. Okay, das läuft mit Holz. Das heißt, jetzt brauche ich Wasser. Bewässern wir das einfach mal. Bewässern. Bewässern. So. Dann bewässern. Ich war jetzt erst am Überlegen, ehrlich gesagt, ob ich hier eventuell noch ein Hochbeet baue. Hm. Nee, oder? Ich glaube nicht. Also, ich glaube, wir bauen kein Hochbeet dahin. Noch eins. Weil die sind ja eh gleich fertig. Hätte ich vielleicht vorher machen sollen, den Trafo, ne? Und Dampfgenerator, Entschuldigung. So, jetzt haben wir zwei Lampen. Machen wir mal kurz ein Nickerchen. Wo kriege ich die Elektroteile her? Das ist die Frage der Fragen. Muss ich eventuell vielleicht die Werkbank aufrüsten? Was kostet das denn? 30 Glas. Ach ja, stimmt. Hochbeet. Ist nicht teuer. Ist echt nicht teuer. Ah komm, wir lassen jetzt einfach laufen. Genau, die Wandlampen, die wollte ich beide zerlegen. So, einmal alles nehmen. Glas kann ich noch nicht bestellen. Ich mache jetzt hier auch kein Licht an. Hier kein Licht dran, weil ich denke mal, dass ich das Licht für was anderes brauchen könnte. Ah, kann ich die für immer ausschalten? Ausschalten. Bam. Oha. Ja gut, aber die anderen muss ich ja anlassen, ne? Und ich meine, wenn der Dampfgenerator jetzt permanent eingespeist wird mit Holz, ist das ja eigentlich ganz gut. Ach ja, wir haben ja schon wieder fünf. Wir haben ja schon wieder fünf Eisen. Ups. Aber dass ich das nicht hinzufügen kann beim Kochen, finde ich doof. Hier. So, schmelzen. Ja. Yep. So, wir müssten auch irgendwann mal wieder in den Wald. Komm, die machen wir jetzt erstmal wieder an. War ein bisschen atmosphärischer. Nein, wir müssen ja irgendwann mal wieder in den Wald für Holz. Oder Bücher kaufen. Das weiß ich aber noch nicht. Das hier auf jeden Fall, 10 Glas ist machbar.
Wir haben aktuell 4. Wir müssten noch ein paar mal bestellen. Geld haben wir ja genug. 20 Metall haben wir auf jeden Fall. 50 Stein. 50 Stein, lass das sein. Haben wir auch auf jeden Fall. Raketenplan, Phase 1. Könnten wir auf jeden Fall bauen. Aber ich brauche auch... Ich brauche auch den Helm. Aber den kriege ich nur, wenn ich... Wasser wurde abgestellt, ja, okay. Den Helm kriege ich ja nur, wenn ich diese Elektroteile habe. Aber muss ich mal gucken, wie ich die herstelle. Ich bedanke mich auf jeden Fall. Aha, ich dachte schon. Ich bedanke mich fürs Zusehen, bedanke mich fürs Zuhören. Wünsche dir noch einen schönen Tag. Bis dann. Tschüss.